Hallo Adlerfans, endlich ist es soweit, die Barbit 2024 steht an und was es hier zu erleben gibt, das zeige ich euch. Auf geht's! Wie gefällt es dir bisher auf der Barbit heute? Ja, super, ist wieder total viel los, das Wetter spielt Gott sei Dank auch mit, ist sonnig, die Menschen haben wieder Lust, dass es losgeht, es kribbelt, ich bin sehr zufrieden. Es ist toll, dann wieder die Freunde zu treffen und dass man weiß, dass es bald wieder losgeht. Leon, wie gefällt dir bisher die Barbit heute? Sehr gut. Ich meine, sind ja wieder extrem viele Leute gekommen. Also es ist schon Wahnsinn, wirklich zu sehen, wie viel Liebe hier hinter dem Verein steckt. Ja, jetzt gerade, wo ich auf der Bühne stand, hier mit der Kulisse, mit der SAP Arena im Hintergrund und den ganzen Fans unten zu sehen, das war ein unglaublich gutes Gefühl. Ich glaube, für die Neuen ist es was richtig Cooles, es zu sehen, hier diese Fankultur, wie die gelebt wird und so. Es ist nicht selbstverständlich, dass am 2. August da irgendwie Tausende von Leuten hierher kommen. Das ist natürlich überhaupt nicht selbstverständlich und es zeigt einfach, wie die Leute hier das Eishockey leben. Was sagst du zu den neuen Trikots? Wie gefallen sie dir? Gefallen mir alle drei sehr gut. Ich glaube aber, mein Favorit ist das Alternativtrikot. Also die neuen Trikots finde ich sehr schön. Gerade auch, weil es was mit dem Friedrichspark zu tun hat und einfach, dass man den Friedrichspark nicht vergisst. Wie gefallen dir die neuen Trikots? Welches ist dein Lieblingstrikot bisher? Ja, die gefallen mir sehr gut. Ich muss sagen, sind alle gut gelungen. Ich finde persönlich das Weiße am besten. Sieht einfach clean aus und mir gefällt oben am Logo, dass es das meiner Wappen ist. Wie gefallen dir denn die neuen Trikots? Ich sehe, du hast schon direkt eins gekauft. Ja, mir gefallen alle. Das Weiße war jetzt nicht so meins, aber ich wollte unbedingt das Schwarze haben, weil es mal was anderes ist. Wie gefallen dir die neuen Trikots? Ja, muss ich sagen, hat mich sehr überzeugt. Also besser wie gedacht. Und wenn ich jetzt schon die anderen Teams so gesehen habe, muss ich sagen, sind unsere wieder sehr schön und vorne dabei. Und werden wir auch gleich noch eins kaufen. Wie hat es dir denn heute auf der Barbit gefallen? Sehr gut, also war super wieder. Dieses Jahr wie immer, eigentlich immer Barbit ist super. Das war die Barbit 2024. Jetzt steht der Saison im September nichts mehr im Wege. Wir freuen uns auf euch und bis ganz bald.